Guten Abend miteinander. Freut mich sehr, hier zu sein. Je nachdem, welches Talent jetzt heute Abend gewinnt, macht euch nicht so viel draus. Also, ihr seid nach einem Jahr auch noch nicht so bekannt. Ja. Zum Beispiel heute, das Erste, was mir passiert ist, ich bin reingekommen ins Bernhard Theater und bin dort die Stege herabgelaufen. Und das Erste, was mir entgegenkommt, ist der Victor Giacobbo, wo man sagt, wo ist mein Headset? Bring mir mein Headset! Und dann habe ich gesagt, hol da dein scheiß Headset selber, Giacobbo. Weißt du eigentlich das Gefühl? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Hey, Bro. Oh. Das sind Quotenmänner. Und das war Fabio Landert, letztjähriger Gewinner vom Best Talent Comedy an den Swiss Comedy Awards gestern Abend. Wo man hat feststellen, so bekannt ist er auch nach dem Gewinn vom Swiss Comedy Award eben doch nicht. Der Victor Giacobbo hat dann übrigens auch noch kontert auf das aber, muss man sagen. Auch eine Reaktion, die wir euch noch nicht vorenthalten wollen. Schön. Sehr schön. Kleine Geschichte. Heute Nachmittag bin ich da reingekommen. Und da kommt irgendwie so ein maskierter Jungcomedian zu mir an und sagt zu mir, Herr Giacobbo, ich würde Ihnen so gerne ein Headset bringen. Er hat gesagt, ich brauche keins, ich habe ja das, aber ich kann nicht will das Herz brechen. Und jetzt hat er es gebracht. Ich finde es toll. Also, jedenfalls. Ja. Ein kleiner Schlagabtausch zwischen Fabio Landert und dem Victor Giacobbo und damit herzlich willkommen zu der 7. Folge in unserer 3. Staffel Quotenmänner. Mein Name ist Stefan Büsser, mit mir sind der Michael Schweizer. Hallo, und der Aaron Herz. Grüezi wohl. Und die Themen, die wir heute behandeln, sind Waldmenschen in Österreich, christliche Dickpics und neue Jobs für Piloten im Lockdown. Jetzt machen wir aber zuerst mal auf und fragen, wie geht's euch, Schweizi? Du, sehr gut. Ich hatte einen entspannten Sonntagabend. Und schön in der Unterhose vor dem Fernsehen die Swiss Comedy Awards geschaut und hat dann wollte, auf Instagram schauen, wer da jetzt genau schon gönnt und so, oder wer da, was da sonst noch ein los ist, so ein bisschen behind-the-scenes-mässig, und hat dann auf Instagram die Swiss Comedy Awards gesucht, aber Gag, riesen Gag. Oder? Die heissen auf Instagram nicht Swiss Comedy Awards, sondern standup.ch. Okay. Also, die hätten jetzt auch heissen irgendwie, weiß auch nicht, Metzgerei Schwendener oder so. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe es erst heute am Morgen dann entdeckt. Das ist wie wenn Migros würde heissen, Hundegewaffe Doggy Style oder irgendwie so. Wieso heissen Swiss Comedy Awards auf Instagram nicht Swiss Comedy Awards? Das stellt die Frage stellt er, der durch den Nussgipfel heisst. Auf Instagram, ja. Ja, weil ich den Nussgipfel getestet habe. Dann macht das schon Sinn. Ja. Naja. Aber sonst. Oh. Ja, immer ein bisschen mit einer Entschuldigung einsteigen. Wir sind an den Swiss Comedy Awards gewesen, am Sonntag. Genau. Und ich würde an dieser Stelle noch sagen, ciao miteinander, weil ich habe wieder mal einen Französischen gemacht. Ja, du bist wirklich einfach weg. Bist du vor Ort gewesen? Ich bin vor Ort gewesen, ja. Ja. Cool. Ja, wo bist du eigentlich du? Also ich habe geschafft, wo bist du gewesen? Ja, ich war. Wir haben dich vermisst. Wir haben ja niemanden eingeladen. Was? Wieso, wer hat dich eingeladen? Also. Ich war das Plus 1 vom Stefan. Ist das wahr? Ja, er hat mich gefragt. Aber mir hast du das nicht angeboten? Ja, du hast nicht gefragt. Wir machen den Podcast schon das Dritte. Ja, mehrheitlich. Also du kommst ja einfach noch dazu. Nein. Das ist nicht der... Du hättest schon eh nicht kommen wollen, oder? Natürlich hätte ich kommen wollen. Vielleicht. Aha. Ich dachte, du bist eher im Stand-up-Paddel oder so. Nein. Du bist eh nicht rum. Nein. Also, du bist plus eins vom Stefan. Ja, und was für eins? Und sechs haben wir auch noch gehabt, oder was? Ohne mir etwas zu sagen. Leider nicht. Nein, das ist das Letzte. Ja, ich habe nicht gewusst, dass du wolltest. Das ist jetzt wirklich wahr, oder? Ja, natürlich. Es stimmt, ich habe ihn wirklich als plus eins verpflichtet. Okay, cool. Ja, okay. Ich bin nicht eingeladen worden. Schon mal gute Stimmung nach 2 Minuten. Es lust uns aber auch niemand. Ja, gut, das stimmt. Aber eben, ich wollte noch sagen, ciao miteinander. Ich habe wieder mal einen Französischen gemacht, aber ich hoffe, da nimmt man niemand übel. Aber ich musste auch feststellen, ich bin unglaublich schlecht mitnehmen. Einmal mehr. Es tut mir wirklich, nein, das ist jetzt wirklich eine Entschuldigung, es tut mir unglaublich leid, da kommen die Leute auf mich zu und sagen mir «Hoi Aaron» oder «Hoi Arno». Und ich weiss zum Teil nehmen nicht von den Leuten. Das ist mir verdammt peinlich. Ja. Oder Leute stellen sich vor und sie sagen den Halbnamen und ich habe ihn schon wieder vergessen. Mhm. Das
unglaublich, ich muss da irgendwie trainieren. Ich kann es nicht. Es tut mir wirklich leid. Es ist nicht böse gemeint. Ja. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich euch einfach Hallo und Tschüss sage. Ja. Ja, bei mir ist es noch viel schlimmer. Bei mir wissen sie ja den Namen dann manchmal auch. Oder? Und sagen, hey, Büssi. Und dann bin ich so, hey. Und dann nachher denkst du so, okay, fuck, woher kenne ich die Person? Und, dann sie merken es ja dann. Und dann sagen sie so, weisst du nicht mehr, wer ich bin? Und dann denkst du so, oh, fuck, woher kenne ich die Person? Und dann, und das ist kein Witz, kommt öfters mal, ja weisst du, wir haben mal geredet miteinander nach einer Show. Da finde ich so, ja, es sind 400 Leute im Saal gewesen, mit 200 vorher nachher noch geredet, sorry, dass ich dich nicht mehr erkannt habe. Ja. Oder andere sagen, weisst du, wir machen einen Podcast. Nein. Ich versuche das einmal so zu lösen, indem ich einmal so ein bisschen fragenden Namen sage, um dann mal so ein bisschen... Mhm. Also, Reto, gell? Nein, Janine. Ah, sorry. Ja, aber wenn du so wirklich musst wissen, perfekterweise wartest beim Tschüss sagen, dass jemand anders vorher Tschüss sagt und sagt den Namen und dann kannst du easy reinswoopen und kannst sagen, ciao Reto, es gibt einen viel einfacheren Trick. Ja. Also nehmen wir an, ich wüsste jetzt deinen Namen, Schweizer nicht mehr. Dann würde ich sagen, hilf mir nochmal schnell mit dem Namen. Wie heisst du? Michael. Und sagen, nein, ja, das habe ich schon gewusst, den Nachnamen meine ich. Aha, Schweizer. Ja, genau. Ja. Wieso sagen sie den Vornamen und dann tust du so, als hättest du den Vornamen schon noch gewusst, aber wegen dem Nachnamen bist du uns. Ah, perfekt. Oder was ich einmal mache, ist andere Leute vorstellen. Ja, oder? Auch gut. Sagen, schau, das ist der Aaron, oder? Dann sagst du, ah, hoi, ich bin der Stefan. Aber Blech hast, wenn ich dann sage, ah, hoi, Aaron. Das Problem ist, dass, auch wenn du dich dann vorstellst, dass ich dann 3 Sekunden später wieder vergessen habe. Ja, das ist geht einfach nicht. Bei mir es, gibt genau Leute, es gibt Leute, die treffst einmal, kurz. Ja. Sagst du nicht den Namen? Und die weisst. Nach einem Jahr kommen sie auf dich zu und sagen, hoi Stefan. Ja. What? Ja. Wie machen wir das? Ja. Unfassbar, das ist unfassbar. Und mir tut es so leid, dass ich das nicht kann. Wirklich. Ja. Ist nicht böse gemeint. Nein. Ihr sind einfach unwichtig. Ihr sind unwichtige Individuen. Es hat, ja, ein bisschen etwas hat es eben schon, gell? Es ist so, wenn es so wirklich wichtig ist, merkst du es eben schon. Und, aber es gibt auch Leute, die gehen mir einfach... Ich kenne Gesichter immer wieder. Also ich weiß genau, ich kenne die Person, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie sie heisst. Noch schlimmer ist, wenn du ein Kind hast und dann so im Quartier, ist jetzt eine Lehrperson, ist der Kindergärtner, irgendjemand winkt und sagt, hoi, shit, irgendwo gehört die hin. Aber ich weiß nicht wo. Kannst du die Gesichter gut merken, Aaron? Sicher, ja. Okay. Ich habe glaube auch so ein bisschen eine leichte Gesichtsblindheit. Das gibt es ja. Mhm. Gesichtsblindheit. Ja, das ist die Ausrede, die Andreas Thiel auch immer bringt. Nein, jetzt ernsthaft. Der Andreas Thiel sagt immer, ich bin gesichtsblind. Und dann musst du ihm immer seinen Namen sagen. Ich glaube, es ist einfach ein unheuer geiler Trick, damit du dich jedes Mal musst neu vorstellen musst, damit du das nicht merken musst. Ja. Er behauptet das ernsthaft. Ja. Auch noch ein bisschen andere Blindheit. Das können wir ein bisschen später noch zu reden. Andreas Thiel und Behauptungen. Genau, jetzt kommen wir zuerst mal zum Thema Österreicher leben im Wald. Der US-Präsident Donald Trump hat mit seinem Haussender Fox News über die verheerenden Waldbrände in Kalifornien geredet und hat dann gesagt, in Europa hätte es viele Waldstädte. Die hätten dann nicht das Problem mit diesen explosiven Bäumen, wie zum Beispiel eben in Kalifornien. Man kennt es, man läuft durch einen Wald und es explodiert ein Baum. Das ist schon sehr mühsam. Er hat dort explizit Österreich erwähnt, die haben eben wirklich ganze Waldvölker. Da können wir sich Scheiben abschneiden. Die leben dort in den Wäldern, hat er behauptet. Okay. Und das stimmt ja nicht. Nein. Die leben in Keller. Richtig. Wenn sie noch leben. Oh Gott. Ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn Donald Trump irgendetwas Dummes sagt, das ist jetzt das Dümmste, was er je ever gesagt hat. Und da kannst du sicher sein, 2 Tage später kommt etwas noch Dümmeres. Das musst du auch zuerst mal schaffen. Ja. Chapeau. Ja. Aber als Komiker muss ich sagen, er ist ein Geschenk. Und ich, auch bei dieser Meldung, ich habe mich mega fest amüsiert, als ich die gelesen habe in meinem Baumoffice. Ich habe wirklich auch so Freude, als ich das sehe. Und es gibt ja Waldstädte, der 4 Waldstättersee, das sind Städte im Wald. Das stimmt. Also, schon, also. Ja, das stimmt. Von der kommt die Schweiz. Ja, wir kommen schon aus dem Wald eigentlich. Er hat das recht. Aber er redet ja von explosiven Bäumen. Ich finde, das ist ein bisschen eine philosophische Frage. Wenn ein Baum im Wald explodiert und es ist niemand da, der ihn gehört, tönt er dann gleich? Das ist ein Head-Scratcher. Ja, das ist, überlegt euch das mal. Der Philosophie-Podcast von SRF. Ja. Quotenmänner. Ja. Willkommen bei den Sternstund Quotenmänner. Sternstund.
Wir müssen das Image gerade wieder korrigieren. Reden wir über Priester, die Dickpics verschenken. Das ist passiert in Nidwalden, wo sonst, ja, wo sonst. Hat ein Priester ein Penisbild an eine Sekretärin von der Kirche verschickt. Kann mal passieren. Ein Strafverfahren ist eingeleitet worden. Er sagt, das ist ein Versehen, berichtet es Now und hat jetzt mittlerweile selber auch Klage eingereicht gegen die Frau, wie sie es öffentlich gemacht hat. Ja, viele Ministranten wären ja froh, sie könnten nur ein Stickpick über. Und nicht die Live-Show. Ja. Ja. Ich habe mich gefragt, oder? Hat er das wirklich so als Stickpick per Handy verschickt oder ist es nur so ein Ölgemälde gewesen? Ja, klassisch. Er ist eigentlich aus dieser Generation, oder? Hat er da ein Bild gemalt? Immerhin hat er es an die Sekretärin geschickt und die ist volljährig. Oder? Ich sehe da eine Verbesserung. Es hat alles ist positiv. Ja. Man muss sie ist volljährig, es ist eine Verbesserung. Man muss sich aufs Positive fokussieren. Ja. Manchmal ein bisschen mehr, aber man findet es auch da. Ja. Ich bin ja schon erstaunt, dass Priester überhaupt Smartphones haben. Das stimmt mich bitte. Nein, die müssen ja irgendwie auf Kinder. Auf Tinder. Ja, also. Oh Gott. Ich weiss, was er gesagt hat, als er den Fehler bemerkt hat. Was hat er gesagt? Oh Gott. Wahrscheinlich. Nein, ich weiss, was er gesagt hat. Oh, sorry, da bin ich in die Ziele verrutscht. Ja, also, Himmel, Pimmel, da kann man mal eine kleine Verwechslung. Ja, also, locker, das ist jetzt sprachlich noch schwierig. Ja, ein guter Christ teilt eben nicht nur das Brot, sondern auch seine Dickpics. Ja. Ja, und sorry, falscher Chat macht jetzt die Situation nicht wirklich besser. Das eigentlich, wenn ich in den Gruppenchat schicke, Entschuldigung. Ja. Ja. Eben, Nachricht gelöscht. Ja. Das ist eben die neue Form von Hosensack-Anrufe sind Hosensack-Bilder. Das ist eine Weiterentwicklung. Mhm. Und wir haben ja kürzlich davon gehabt, von Hosensack-Anrufe. Ja. Und ich mich darüber beschwert habe, hallo Vater, dass mir immer wieder jemand aus meinem Familienkreis auf den Hosensack anruft, ist mir am Wochenende, habe ich meine Eltern aus dem Hosensack raus 6,5 Minuten auf den Anruf geantwortet. Karma, sagt man. Ja, definitiv noch nie passiert. Ich ziehe das Handy raus und schaue drauf, sehe so, okay, zu Hause 6,5 Minuten. Ich so, okay. Ja, aber wir kennen es doch alle, oder? Es ist so schnell passiert und du hast ein Dickpic verschickt, ohne dass du es willst, oder? Es ist doch wirklich. Ja, nein, das passiert schnell, der Beste. Ja. Nein, wirklich, es passiert der Beste. Du bist in der Küche, du machst gerade Spaghetti, du bist irgendwie mega konzentriert, um das zu machen. Dann schaust, dass der Zeitpunkt nicht verpasst ist, wo es al dente ist. Du musst schauen, dass es wirklich hart ist. Oder? Das ist ganz wichtig. Dann bist du am Abschöpfen, dann kommt ein bisschen Soße drüber. Gehst schnell über den Tisch decken, oder? Dann Gabeln, Messer, Glas an den Tür und zack, plötzlich hast du ein Dickpic verschickt. Es passiert so schnell. Es passiert so schnell und immer dann, wenn es nicht erwartet ist. Ja. Ja. Ja, lieber ein Dickpic habe ich persönlich eigentlich ein Minipic. Ja, manchmal kommt es auch ein bisschen aufs Gleiche raus. Ja. So aber das Minipic ist etwas Feines. Du musst einfach du musst lang lagern, bis es hart ist. Das hat es vielleicht. Also, ja. Wenn, oder musst du sie im Kühlschrank haben und dann, wenn es hart sind, also Minipics, nicht Dickpics, wenn es hart sind, sind es am besten, sie dürfen nicht so weich sein. Das ja, so blutige Seiche sind nicht geil. Ja. Ja, gut, aber. Der arme Priester, der ist in einer Ziele verrutscht oder irgendwie so. Ich weiß es nicht. Also, irgendwie das. Da sind wir auch schon beim Thema eigentlich. Oder? Wir können es ja wie so den Elephant in the Room nicht einfach ignorieren. Nein. Am Samstag wieder Corona-Skeptiker, die in Zürich demonstriert haben. Was ich auch immer eine geile Bezeichnung, wir sind Corona-Skeptiker. Als gäbe es noch Corona-Fans. So, irgendwo. Weißt du, wo du sagst, yeah, wir sind voll pro Corona. Ja. Ja. Ich bin da skeptisch. Ich bin eher skeptisch bei Corona. Und die haben prominente Mitstreiter bekommen an dieser Demo. Die Comedians Marco Rima und Andreas Thiel. Ja. Sind dort auftreten. Ja. Ja. Früher hat der Bachelor tragische Figuren zu Promis gemacht. Heute macht Corona Promis zu tragischen Figuren. Es ist leider so. Ja, Rima und Thiel. Ich habe ja Marco Cello das bessere Duo gefunden. Weißt du, also irgendwie, da ja. Sind wir jetzt schon bei den Comedy-Empfehlungen? Ich weiß es gar nicht. Ja, der Marco Rima hat ja gesagt, er sei ein Ziel verrutscht bei einer Aussage. Ich würde ja sagen, um eine ganze Bibliothek. Ja. Nicht nur ein Ziel. Weißt du, mir tut jeder einzelne von diesen Witz weh. Wirklich, im ganzen Menschen, das tut mir im Herzen weh. Und mich schießt mega. Marco ist ein mega lieber Freund von mir und er ist ein riesen Idol. Ich war wirklich als Kind der grösste Marco Rima-Fan und ich bin es immer noch, logischerweise. Ja. Mhm. Und als ich gesehen habe, dass er sich auf die Bühne stellt, es hat wirklich wie ein Stich ins Herz gegeben. Mhm. Es hat mir richtig weh da. Mhm.
Weil einfach irgendwie, ich habe ja mit ihm auch schon diskutiert über das Thema. Wir haben einen stündigen Talk miteinander aufgenommen. Und ich bin wahrscheinlich sogar 80% seiner Meinung. Bei 80% sind wir deckungsgleich. Das kommt zu Corona. Ja, dann nicht. Nein, aber es ist, nein, jetzt, auch in Sachen Corona, ich finde, er sagt so vieles, was richtig ist. Ja. Er hat mit so vielem Recht, auch was er auf dieser Bühne erzählt hat, er hat mit so vielem Recht, ich habe mir die 20 Minuten Performance von ihm gegeben, er hat mit so vielem Recht, was er sagt. Das einzige Problem ist einfach, die Brüllaffen in den ersten drei Reihen, wo du wirklich, egal was du schon sagst, oder, wenn er nur schon einen kleinen Gag gibt, dann sagst du, jawohl, genau so ist es! Und dann weißt du, dann musst du doch dort oben stehen und denken, fuck, ich bin am falschen Ort. Ja. Ja. Das sind doch nicht die Leute, die ich will mit ihnen sein. Ja. Nein, das ist definitiv das Publikum, das du dir aussuchst, und das macht er in dem Moment, oder? Ja. Dreht halt die Message auf eine Art und Weise mit, oder? Ja. Und das ist der falsche Ort für das. Ja. Und der Marco Rima ist ein Gigant. Der Marco Rima ist gross. Der Marco Rima hat eine Reichweite, wo er ja seine Kritik kann anbringen kann. Mhm. Und es wird gelost. Mhm. Er muss doch nicht zu denen anstehen. Nein, das hat er nicht nötig. Wirklich nicht. Mit Leuten, die QAnon-Leute, unter anderem. Alles. Unter anderem so QAnon-Leute, die von Babyblut trinkenden Eliten reden und einfach so Mittelalter-Quark. Und einfach muss, hallo? Da kannst du nicht gemeinsame Sachen machen mit so Zeug. Es ist, ja, und eben, es ist halt, wie soll ich sagen, du suchst dir, er sucht sich das Publikum ein bisschen aus, es wäre nicht nötig, oder? Mhm. Aber die Schwierigkeit ist halt dort auch, dass es gibt wie keine Mitte. Ja. Oder? Also du hast gibt eine, aber die ist sehr ruhig. So, voilà. Oder? Also entweder machst du gehorsam, was der Bund sagt, oder was die Politik sagt, oder du bist ein Verschwörungstheoretiker. Es gibt nichts dazwischen, oder? Weil für uns, wir, die da hocken, das Corona hat jetzt für mich nicht so riesige Einschränkungen. Außer dass jetzt irgendwie, wenn ich gehe zu Nacht essen, nebendran irgendwie noch ein Plexiglaswendig ist, oder wenn ich gehe posten, muss ich halt vielleicht unter Umständen eine Maske anlegen, je nachdem in welchem Kanton dass ich daheim bin. Das sind so meine Einschränkungen. Das tut mir doch nicht weh. Mhm. Oder? Aber da außen gibt es natürlich einen Haufen Leute, die richtig leiden wegen dem. Und ich meine jetzt nicht die, ich habe nicht die, die Masken anlegen, es ist so schlimm, ein Gesichtswindel. Ja. Nein, das ist nicht schlimm. 10 Minuten Masken anlegen ist nicht schlimm. Ja. Schlimm ist die, wo Konzertveranstalter, Künstler, Hoteliers, Restaurants, das sind die, die leiden. Und das sind die, aber nicht die, die Demo gehen. Und das sind nicht die, die Demo versuchen, ihre fucking Firma zu retten. Das die haben keine Zeit, um dort zu mitbrüllen. Oder? Ja. Und das wär eigentlich... eine Mitte, wo man sich wie wünschen würde, oder? Dass die laut ist. Ja, so, aber die sind nicht laut, habe ich einfach auch das Gefühl, weil die einfach Angst haben, dass in dem Moment, wo sie das Maul aufmachen, dass dann eben die Schreihälse in die erste Reihe stehen und mit ihnen laufen. So, und dann findest du, nein, da habe ich eigentlich nicht wollen. Ja, und die Wissenschaft ist sich ja auch nicht einig. Was wir hier erleben, ist ein wissenschaftlicher Prozess, wo immer Argumente abgewogen werden. Mhm. Wir erleben den jetzt halt einfach live. Mhm. Ja. Und da musst du halt aushalten, dass jetzt mal das oder das eben richtig ist. Und es ändert sich halt. Ja. Das ist einfach Wissenschaft. Ja. Ja, schwieriges Thema. Es ist ein mega schwieriges Thema. Und ich hoffe, wirklich, die Kacke geht jemand vorbei. Es ist wirklich. Aber wir haben es jetzt auch gesehen, bei den Swiss Comedy Awards. Ich habe die moderiert und das Publikum, knapp die 300 Leute oder so, die haben alle Masken gehabt. Es ist kein Problem. Mhm. Du hörst Lachen genau gleich gut. Miss Plus 1 hat auch Masken angehabt. Miss Plus 1 hat auch eine Maske angehabt. In seinem Fall ist sie eine optische Verbesserung. Auch. Es ist wirklich, nein, es ist kein Problem. Ja. Es ist komisch gewesen von der Bühne aber. Nicht? Nein. Am Anfang ist es ein bisschen ungewohnt. Aber am Ende des Tages, also, es ist ja wie, du machst deine Performance, du bist ja nicht dort zum Gesichter anschauen. Also, und meistens hast du ja noch Gegenlicht, also mit den Scheinwerfern siehst du es meistens nicht. Also, eben, und du jetzt im Laden noch schnell eine Maske anlegen. Das tut nicht weh, aber es gibt Leute, die darunter leiden. Absolut. Oder? Und das ist natürlich schon, heftig, oder? Ja. Ja, jetzt hat halt jeder einen Anlass, dann, um etwas mitmachen. Und jetzt haben wir nur über den Marco geredet, über den Thiel. Ja. Auch die 20 Minuten habe ich mir gegeben. Sorry, der ist durch. Ich kann es nicht anders sagen. Dem hat es irgendwo jetzt komplett ausgehängt. Ich kann das jetzt auch mit gutem Gewissen sagen, weil das nächste Mal, wenn ich mich sehe, dann kennt er mich ja eh nicht, er ist gesichtsblind. Hallo, ich bin der Stefan. Und ich sage einfach, hallo, ich bin Michael Schweizer. Aber es ist... Was? Nein, ich bin nicht der gewesen. Einfach, wenn ich mich das nächste Mal sehe, dann sage ich, ich bin Michael Schweizer. Weiss es ja nicht. Ich bin plus eins vom Stefan. Der hat Stasi-Zeug und Vergleich von der heutigen Regierung mit der Nazi-Zeit und so. Das ist einfach, das ist geschmacklos, es ist dumm, es ist wirklich... Sind wir noch ein bisschen davon entfernt? Nein, also es ist jetzt schon ein Unterschied, ob 6 Millionen Juden vergasen ist oder ob du Maske anlegen musst. Es
es ist wirklich, Leute, fangen da an denken, ernsthaft. Mhm. Also, ist nicht das Gleiche. Nein. Ist nicht fucking. Ist weit, weit davon weg. So, man muss wieder können aufregen. Gut. Wir müssen ja auch schauen, dass das Geld von Bill Gates reinkommt. Unbedingt. Oder? Ja. Habt ihr jetzt einen neuen Chip eigentlich schon? Wo ist eigentlich die verdammte neue Weltordnung? Ja. Die hat man uns irgendwie seit Mitte August versprochen, die ist nie gekommen. Es ist wie ein Update, das nicht kommt. Ja. Immer. Aber es ist klar, wenn der Bill Gates drin ist, das funktioniert einfach nicht mit der Katastrophe, das Microsoft. Das macht wenn da. Grauenhaft, grauenhaft. So, wir machen wieder Sachen, die eigentlich ja nicht gehen. In Zeiten von Corona zwei Sachen, die fusionieren. Die SBB und Swiss, die wollen zumindest prüfen, ob Piloten, die zur Zeit nicht arbeiten könnten, auch als Lokführer könnten eingesetzt werden. Das stelle ich mir lustig vor. Also, wenn so ein Pilot nach seiner ersten Lokführerschicht das Argoldau aussteigt oder, und dann als erstes mal das Crew-Hotel sucht und dann erwartet, dass man den Zugbegleiter noch eins bläst. Das ist so, so ein Pilot im Messer. Oh, haben wir noch 5 Franken fürs Klischee-Kassel? Ja, nein, ja, Entschuldigung. Ja, aber stell dir mal nur schon die Ansagen vor im Zug von einem Pilot, oder? This is your Lokführer speaking. On your left side, you can see now the Industriezone auf Uensingen. On your right side, you can see a Schallschutzwand auf der A1. Du hast das noch ein bisschen falsch gemacht. Die haben ja immer, die Ansagen verstehst du ja immer nicht. Das ist ja immer so. Das ist immer das Gefühl, oh Gott, das ist irgendwie, das ist noch der Darth Vader in meinem Gang beim Fahren und muss dann zweimal einschnaufen. Das ist schon lustig. Ich habe mir auch schon überlegt, ich meine, wie geil wäre es, wenn andere Berufe so würden funktionieren wie Piloten. Mhm. Oder? Nehmen wir mal an, du bist irgendwie, keine Ahnung, Chirurg. Ja? Bist Chirurg und findest, okay, komm, kleiner Gag, jetzt geben wir dem da ein Update da unten, was so läuft. Ja? Sagst du mal, komm, weck ihn schnell auf. Mal, ja, weck ihn schnell auf. Dann verwachst du irgendwie so im Halbdelirium und siehst einen Arzt über dich, der sagt, sehr guten Tag, da ist Ihr Arzt ein kleines Update von Ihrer Operation. Auf der linken Seite sieht es Ihre Nieren, rechts ist Ohr aus. Ich fände es lustig. Aber wenn jemand einfach so seinen Beruf erklärt. Wenn du schon im Flieger drin bist, dann hat der Jerry Seinfeld so geil erklärt. Kannst du ja nichts mehr machen. Nein. Ist ja nicht so, dass du dann noch eine Wahl hättest und sagst, okay, ja mach einfach. Ja. Ich bin froh, wenn ich ankomme. Ja. In Kuala Lumpur ist es 32 Grad. Ja. Nein, dann doch nicht. Ja, können wir wieder umkehren? Ich habe den Pulli vergessen. Ich muss noch ein Pulli holen. Es wird ja kühl zu Nacht, hat man gesagt. Aber Ding, Piloten, also der Beruf von Pilot ist auch einer, was Millionen von Witz gibt darüber. Nicht? Das ist so ein typischer. Ja. Und da du ja der Fips Asmussen von der Quotenmänner bist, so nennen wir ihn intern zumindest. Ich bin sicher, du hast mindestens einen Pilotenwitz auf Lager. Ein Pilot, ja. Ja, ich habe zwei, merke ich gerade. Ja, einen kann ich nicht erzählen. das ist so gemein, wenn die Leute das machen. Nein, weil. Die Ombudsstelle will den nicht hören, glaube ich. Aber ich hätte Piloten, die ich sicher erzählen kann. Das ist ein junger Co-Pilot, ist das erste Mal quasi im aktiven Dienst, ist sein erster Flug, oder? Die Maschine hebt ab, geht auf Reisehöhe, oder? Dann tun sie den Autopilot rein und dann sagt der junge Co-Pilot zum erfahrenen, graumelierten Pilot, sagt, jetzt habe ich mal noch eine Frage. Bei der Ausbildung hat man sich erzählt, dass man eigentlich, wenn man Pilot oder Co-Pilot ist, dann kann man eigentlich jederzeit und wenn man will, mit den Flight Attendants schlafen. Das ist irgendwie inklusiv. Ist das wirklich so? Und dann der alte Pilot sagt, ja, sicher ist das so. Das gehört zum Job. Das ist schon fast, das muss man so machen. Dann würde es mich jetzt aber schon interessieren. Also, wann haben Sie denn das letzte Mal, oder? Und dann sagt er so, ja, 2018, oder? Und dann der junge Pilot so, ja, das ist ja schon ewig her. Sagt er, wieso? Jetzt ist ja 2025. Oh Gott. Das ist mega herzig und natürlich so Klischee. Und ich weiss genau, dass wieder Leute werden schreiben und sagen, Klischee bedienen. Und die Leute arbeiten ganz sicher nicht in der Flugbranche. Weil jeder, der in der Flugbranche schreibt uns nachher wieder, genau so ist es. 3 Tage Stopover Malediven. Natürlich haben wir nur die Sandkörnchen gezählt. Ja, es ist schon eine lustige Branche. Es spielt gar keine Rolle, ob es ein Klischee ist oder nicht. Es ist einfach auch eine tolle Vorstellung. Ein herziger Witz auch dazu. Muss ich auch mal einfach einen herzigen Witz machen können. Ja, es gibt auch übrigens eine schöne Nummer vom sehr geschätzten Kollegen Joel von Mutzenbecher zum Thema Piloten. Er hat sich auch mal überlegt, jetzt nicht wie wir vorher wegen Berufen, die könnten, Piloten sein könnten, sondern er hat sich mal überlegt, wie wäre es, wenn zum Beispiel Prominente mal Pilot wären. Ein kleiner Ausschnitt von dem. Wenn der Baschi Pilot geworden wäre,
Man macht sich bereit für einen Flug auf New York, 9 Stunden Flug. Dann kommt die Ansage. Guten Abend. Da ist eine Bürgin. Kannst du mir schnell eine Flasche Wein holen, bitte? Ja, auf jeden Fall. Da ist Bürgin. Ich bin heute ihr Pilot. Oder? Ja. Ich bin heute ihr Pilot und nein, mach das Glas ganz voll, bitte. Ja, wir fliegen jetzt dann los auf. Wann fliegen wir? Auf New York. Das ist einen am See. Ja, dann bringe ich den Vogel über. Dann lande ich den Vogel. Dann bringe ich ihn heim. Ja. Sorry, von Mutzenbecher. Auch eine Comedy-Empfehlung. Ist jetzt nicht die von heute, aber ist auch eine Comedy-Empfehlung. Immer. Ja. Wenn wir gerade zu der von heute kommen. Ja. Comedy-Empfehlung von heute ist eine Frau, die mehrfach genannt worden ist, unter anderem unter den YouTube-Kommentaren, aber auch per Direct Messages ist die als Empfehlung reingekommen. Nehmen wir übrigens weiterhin gerne entgegen. Also vor allem der Aaron hat gerne eine Direct Messages auf Instagram schreiben. Könnt ihr uns die Empfehlungen schicken. Ich könnte es auch standup.ch schicken. Ja. Und ich könnte es auch irgendwie auf den Stromkasten schreiben, damit ich ein Schweizer gesehen habe. Ja, natürlich. Ja. Alles Referenzen zu anderen Ausgaben von diesem Podcast. Lass alles nochmal durch. Alles nochmal durchhören. Sofern alle Folgen online sind. Das ist mir eine interne Referenz. Das war jetzt eine interne Referenz. Monika Gruber, Damen und Herren, ist unsere Comedy-Empfehlung von heute. Das ist eine Komikerin aus Bayern. Und sie macht sich Gedanken, wie lange eine gute Beziehung dauert. Die Liebe, ja! Die Liebe ist der Motor, der Antrieb für alles. All you need is love. Ja, sie ist aber auch was Wunderbares, die Liebe. Einerseits. Andererseits ist es auch immer ein riesen Schiss, verstehst du? Gute Beziehung dauert 6 Wochen. 6 Wochen? Doch, da zeigt man sie lachen, da zeigt man sich von der besten Seite. Duscht man sie 3 Mal am Tag, rasiert sie an Stellen, wo man gar kein Haar hat, scheißegal. Da muss ich von der besten Seite, weil nach 6 Wochen flaut das Ganze eh wieder ab. Irgendwann endet es damit, dass du dir voreinander auf der Couch die Zehennägel schneidest und umeinander schaust, sonst wird es auch. Und es ist dann nicht einmal peinlich. Ich sag alles raus, was keine Miete zahlt. Ja, es ist so, es ist unangenehm, aber es ist so. Monika Gruber findet man ganz viele Sachen auf YouTube von ihrer Komikerin aus Bayern. Und ein schönes Beispiel, dass Dialekt in der Comedy einfach alles um die Hälfte besser macht. Ja. Oder? Darum haben wir ja da und in diesem Podcast. Ich will sagen, ich rupfe euch ein bisschen oben ab. Das ist das ist so, wenn du einen markanten Dialekt hast, wenn du irgendein Bündner bist oder Walliserin oder mit Zürich geht das nicht. Es geht nicht. Ja. Es ist der schönste Dialekt, aber es geht nicht. Boah. Ja. Aber ich finde, darf man selbstkritisch sagen, der schönste Dialekt ist es nicht. Ich finde schon. Ich finde, du, ja. Ich weiß es nicht. Die Innerrödler, der Insler, das ist auch schön. Ja. Mhm. Eben, das machen wir auch, wenn mit irgendwelchen Wörtern hinterführen kommen. Ja. Aber Monika Grub ist so oder so lustig. Ja, oder? Sehr. Mhm. Sehr konservativ eingestellt. Also ist wirklich jetzt so ein bisschen nicht der klassische Links-Gabere-Humor, wo sie da bedient, sondern sie ist eher konservativ eingestellt. Ist ja immer mal wieder so ein bisschen in Diskussionen verwickelt, wie sie Sachen sagt, wo man findet, dürfen wir das dann 2020 noch sagen? Ich schaue es wahnsinnig gern. Ich finde sie sehr gute Komikerin und Satirikerin. Ist das von ihr, was sie erzählt, sie sei im Metzgerät gegangen und hat gesagt, ich hätte gerne 300 Gramm von der fettigen Groben. Und dann hat der Metzger gesagt, ich habe heute Berufsschule. Oh Gott, das tönt sehr nach Monika Gruber. Das tönt sehr nach Monika. Von der Lisa Fitzler. Ich weiß ja gleich, es war eine Frau, es ist einfach von einer Frau gefunden. Aber ich finde auch, sie hat recht. Also nein, sie hat nicht recht so ganz. Weil ich finde, Beziehungen fangen ja erst dann an, wenn du dich richtig wohlfühlst. Müssen wir jetzt mal sagen. Also, wie meinst du das? Ja, am Anfang, ja, die Mühe-Phase ist gut. Das ist gut. Aber das ist ja auch ein bisschen streng, oder? Du musst das ständig wirklich rausputzen. Bist so, mag mich die andere Person oder nicht? Und dann nach 6 Wochen dann kannst du wirklich sagen, mal, wir haben uns gern und jetzt ist es uns wohl. Also nach 6 Wochen lässt du la bambeln, kann man sagen. Wahrscheinlich schon früher. Da musst du früher etablieren. Am besten machst du es ab Tag 1, weil dann weißt du, was du bekommst. Mhm. Mal so einen schönen Furz oder so. Ja, hättest du ja Bauchweh. Da kommt das Bauchweh über, wenn du das nicht machst. Ja, aber es gibt ein WC für da. Dann verziehe ich dich dort hin. Weißt du, wie viel müsste ich aufs WC gehen, wenn das der Fall wäre?
Und bei mir würden wir es gleich hören. Das, wär, das macht mir keinen Unterschied. Das ist ja auch, der Geruch und das Geräusch halten das bisschen Türen nicht auf. Okay, jetzt hätten wir noch Fokalhumor. Aber das ist schon ein Phänomen, oder? Der, der die WC-Schüssel erfunden hat, hat auch Uhren nicht überlegt. Das ist irgendwie einfach so eine Keramikschüssel, die alles noch verstärkt. Also weißt du, jedes Geräusch wird noch lauter dort drin. Eigentlich. Okay. Das stimmt. Außer die Schüsseln, die so Schnäbel sind, wo sie so liegen bleiben. Ja, das ist auch schön. Ja, das ist, es gibt ja Bezeichnungen für das. Nein, komm jetzt. Nein, jetzt kommt. Du nein, weißt, das machen wir nicht. Das schon mal diskutiert. Das ist, das ist vor allem ein Thema in einem anderen Podcast. Ja, ja, ist es, oder? Auch eine Referenz. Ist es ein gemischtes Hack? Nein, bei uns ist das. Ja, es gibt ja eben den, der liegen bleibt, quasi, wo man es noch untersuchen kann, wenn man jetzt möchte. Und der, der es gerade abspült. Und die haben, einer heisst, glaube ich, Durchspüler und der andere heisst irgendwie Abwascher. Das war bei uns gewesen? Ja! Ich höre bei Quotenmännern nicht. Ja, hast du recht. Nein, ich glaube, wir haben es rausgeschnitten. Ja. Aber das kann sein. Vielleicht auch das mal wieder. Vielleicht nur in meiner Version ist es gewesen. Doch, da hast du schon Quotenmänner zum Hören, oder? Ja. Die Extended Version. Kein Wunder, komme ich keine Einladungen über für den Swiss Comedy Award. Es wundert niemand. Respektive, ich bin kein Plus 1. Dass ich keine Einladung bekommen, das kann ich verstehen. Aber dass ich nicht dein Plus 1 bin, das kann ich nicht verstehen. Ist okay, Schweiz, dafür bist du unser Nummer 1 im Podcast. Oh, ja? Das sagst du jetzt noch. Ja, das ist doch so. Ihr könnt gerne darüber abstimmen. Ich habe immer an dich gedacht. Oh, das nützt mir doch nichts. Ja, mir auch nicht. Das hat nicht funktioniert. So, Damen und Herren, wir hören uns nächste Woche wieder. Hoffentlich mit mehr Gehalt. Nein, ich kann es sagen, ich hoffe, es bleibt alles drin. Von dem, was wir gerade erzählt haben. Ja. Und sonst erzählen wir nächste Woche wieder. Das ist der SRF-Satire-Talk. Warte, falscher Closer. Gottverdammt. Wieso haben wir einen Vox-Closer? Kein Mensch braucht einen Vox-Closer, wirklich. Da lassen wir gerade rein. Nein, doch, das nehmen wir 1:1 so stehen. So, jetzt nochmal. Das ist der SRF-Satire-Talk. Quotenmänner. Oh Mann. Präsentiert von Stefan Büsser, Aaron Herz und Michael Schweizer. Online Karin Tommen, Distribution Hans-Jörg Bolliger. Ton- und Audio-Layout Benjamin Pogonatos. Projektverantwortung Susan Witzig. Entschuldigung für, für meinen Ausrastrich. Aber ich habe nicht viel geschlafen. Das ist doch wirklich, das ist doch Scheissdreck. So! Gut. Bist du beleidigt, oder was? Nein, ich bin nicht beleidigt. Es ist einfach... Wieso ist der Aarons plus 1 und ich nicht? Beruhig dich jetzt. Aber Büssi, weißt, wir haben doch gesagt, wir sagen ihm nichts. Ja. Und du sagst es gerade am Anfang. Ja, als würden wir deine Hackfresse im Fernsehen nicht erkennen. Es ist ja jetzt wirklich... Ich habe ja Masken angehabt. Nein, es ist okay. Ich bin mir jetzt mit dem Status klar und ich bin sicher, das nächste Jahr finde ich einen anderen Weg. Mach doch einen Podcast, du. Ja. Allein. Red doch ein bisschen mit dir. Und ich singe im Volk. Adieu.